Am 23. Mai ist mal wieder soweit und zwar wird uns zu diesem besagten Termin ein Vollmond im Schütze erwarten, um genau zu sein in 2 Grad um 15.54 Uhr deutsche Uhrzeit. Warum das ein ganz besonderer Vollmond und vor allen Dingen warum das ein recht ungewöhnlicher Vollmond ist, weil bei Vollmonden handelt es sich eigentlich um angespannte Emotionen und da hat es mit Herausforderungen, mit Loslassen zu tun. Ist hier auch ein bisschen was dran, nur hier handelt es sich um einen ganz, ganz besonderen Vollmond, nämlich der Vollmond im Schützen. Und hier ist das Besondere, dass es erstmal sich im Schützen befindet. Das ist so mit das positivste, optimistischste Sternzeichen von allen. Und B, wir haben hier meiner Meinung nach gänzlich nur positive astrologische Nebenschauplätze. Aber was es damit auf sich hat, werde ich dir jetzt sehr gerne in diesem Video erklären. Bevor ich jetzt hier anfange mit dem Vollmond im Schützen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, das Video bitte gilt nicht isoliert zu betrachten. Natürlich kommt es immer auf dein Gesamthoroskop ab. Wenn du jetzt noch tiefer darauf einsteigen möchtest, dann schau mal am besten, in welchem Haus sich dieser Vollmond in 2 Grad Schütze auffällt, weil dann kannst du nochmal deinen Lebensbereich abchecken und dann wird es nochmal genauer. Ich bin der Meinung, am stärksten betrifft dieser besagte Vollmond in 2 Grad Schütze alle variablen Tierkreiszeichen, das ist Jungfrau, Fische, Schütze und Zwillinge. In den ersten Gradzahlen, ja, so von 0 bis 5, würde ich sagen, betrifft euch das ganz besonders. Oder alle fixen Zeichen, aber in den letzten Gradzahlen, ja, so kurz vor dem nächsten Tierkreiszeichen. Und das ist Löwe, Wassermann, Skorpion, Stier. Ja. Euch betrifft das am allermeisten. Oder du hast den Aszendenten in den besagten Tierkreiszeichen und in den besagten Gradzahlen oder dein Mond oder du hast irgendwie eine Verdichtung von mehreren Himmelskörpern in diesen Gradzahlen in deinem Geburtshoroskop, dann betrifft dich das auch sehr, sehr stark. Aber im Großen und Ganzen betrifft uns das alle hier sehr, sehr stark, weil Vollmonde, Neumonde, Supermonde, Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse uns alle immer sehr stark berühren. Nur wie gesagt, die Tierkreiszeichen, die ich gerade aufgezählt habe, eben ganz, ganz besonders. Warum ist dieser Vollmond jetzt was sehr Ungewöhnliches? Lass mich erstmal vielleicht erklären, was mit Vollmonden auf sich hat. Ja, bei Vollmonden handelt es sich darum, dass sich quasi die Sonne dem Mond gegenübersteht. Bedeutet, die Sonne befindet sich zu dem gegebenen Zeitpunkt in 2 Grad Zwilling und der Mond in 2 Grad Schütze. Und das nennt man eine Opposition, also eine Gegenüberstellung. Und Oppositionen in der Astrologie sind immer herausfordernde Aspekte. Fast immer. Ja, in dem Fall ist es zwar immer noch ein herausfordernder Aspekt, aber erstmal aufgrund des Zeichens, in welchem sich der Vollmond befindet, nämlich Schütze, ist das erst einmal, ist die Spannung entkräftet, weil herausfordernde Aspekte sind stressgeladen, spannungsgeladen, sorgen für emotionale Anspannung und deswegen ist das Bewusstsein auch so wichtig, damit wir eine Entspannung hier reinbringen. Nur in diesem Fall ist es schon, weil wir den Vollmond im Tierkreiszeichen des Schützen haben, nicht ganz so angespannt. Und vor allen Dingen, weil wir meiner Meinung nach echt nur sehr harmonische astrologische Nebenschauplätze in den Aspekten haben. Was er mal genau damit auf sich hat, werde ich jetzt sehr, sehr gerne erläutern. Lass uns aber zuerst einmal isoliert betrachtet den Vollmond in Schütze beleuchten. Der Vollmond in Schütze ist meiner Meinung nach so oder so grundsätzlich mit eines der positivsten Vollmonden von allen. Ja, weil bei der Schütze-Thematik geht es um gehobenes Wissen, um Weisheit, um Philosophie, um Expansion, um Enthusiasmus, um Leidenschaft, um Zuversicht, um Motivation, aber auch um die Wahrheit. Ja? Und jetzt auf emotionaler Ebene. Dir ist sicherlich aufgefallen, dass in meinen Mond- oder Vollmond- oder Neumond-Videos ich regelmäßiger über verborgene emotionale Themen gesprochen habe, weil wir alle, ein jeder von uns und du bestimmt auch, emotionale Themen haben, wo wir uns nicht so herantrauen.
ja, wo wir geneigt sind, das eher so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, dass wir so ein paar Dinge beschönigen, weil wenn wir uns dieser emotionalen Wahrheit stellen, dass ein recht unangenehmer emotionaler Zustand ist. Und hier möchte ich dich sehr gerne auffordern dazu, wie zum Beispiel jetzt Vollmond in Skorpion, ne? Ja, das ist alles andere als angenehm und da habe ich ja auch in den letzten Videos verstärkt drüber geredet, weil das eben auch echt überwältigend war. Und der Vollmond in Schütze ist meiner Meinung nach eine ganz andere Nummer. Hier geht es wirklich um Optimismus, um Expansion, um Enthusiasmus, um irgendwie Altes loszulassen, aber nur um irgendwie zuversichtlich, optimistisch in die Zukunft zu blicken, in die Ferne zu blicken. Ja? Und während du in die Ferne blickst und in die Zukunft blickst, macht dich das unglaublich zuversichtlich, optimistisch, enthusiastisch. Und hast aufgrund dessen irgendwie Bock, Dinge anzugehen, ja? Neues zu starten, Abenteuer zu starten. Ja? Und deswegen, ich sage das deswegen, weil diese Energie ganz stark damit zu tun hat, oder ich möchte dich dazu auffordern, es gibt keine bessere Zeit als diese, sich seinen unangenehmen emotionalen Zuständen zu stellen. Weil dieser Vollmond in Schütze macht es recht erträglich, kann man sagen. Ja? Das heißt, die Themen, die emotional die ganze Zeit vor dir hergeschoben hast und wo du dir regelmäßiger gesagt hast, so ja, irgendwie, darüber kann ich nächste Woche nachdenken und vor allen Dingen auf partnerschaftlicher Ebene, ist jetzt die beste Zeit, um da ins Gefühl reinzugehen, weil du da meiner Meinung nach nicht mehr so hart mit dir ins Gericht gehst oder sagen wir mal zumindest am allerwenigsten mit dir hart ins Gericht gehst. Ne? Wir alle gehen ja meistens, wenn wir uns den unangenehmen emotionalen Zuständen stellen, recht hart ins Gericht. Ne? Also da sind wir selten echt nett und liebevoll mit uns. Es sei denn, du hast das gelernt und hast das für dich transformieren können und verstanden, dass das nämlich total wichtig ist, mit dir selbst liebevoller und herzlicher zu reden. Dann bravo, dann hast du schon echt viel verstanden. Aber die meisten von uns tun das nun mal eben nicht. Ne? Und vor allen Dingen nicht, was die unangenehmen emotionalen Zustände angeht. Ja? Das heißt, ne, die Sonne leuchtet den Mond an, der Mond steht für unsere internen emotionalen Zustände und leuchtet quasi die Themen an, die mit Philosophie zu tun haben, die mit Expansion zu tun haben. Wo hast du dich die ganze Zeit eventuell zurückgehalten? Auch auf partnerschaftlicher Ebene. Vielleicht hält dich ein Partner zurück und du hast bis jetzt nicht den Mut gefunden, das A anzusprechen, vielleicht dir selbst auch erstmal einzugestehen, um das infolgedessen anzusprechen, um danach eventuell konsequent zu sein und vielleicht sogar so weit geht, dass du da vielleicht etwas beendest oder vielleicht sogar die Beziehung auf eine nächste Ebene hebst, weil hier unangenehme Themen geklärt worden sind. Ne? Also nochmals, es gibt keine bessere Zeit, um eben genau dieses zu tun, weil die Schütze-Energie dafür sorgt, dass du recht liebevoll mit deinen unangenehmen emotionalen Zuständen umgehst. Und da ist nochmals die Empfehlung, geh da rein und bei Vollmonden würde ich grundsätzlich nicht manifestieren. Bei diesem fällt es etwas anders, aber ich würde es trotzdem nicht tun. Ich würde vielmehr mir darüber Gedanken machen, um infolgedessen in die Emotion zu gehen, was du loslassen möchtest, um Wachstum zu erfahren. Weil beim Schütze geht es sehr, sehr stark um Wachstum, Zuversicht, Expansion. Ja? Was möchtest du loslassen, um einfach nach vorne zu brechen, um dich zu entwickeln, um vielleicht eine Reise zu starten und am Abenteuer zu starten, ja? Um zu verreisen, sowohl irgendwie wirklich auf lokaler Ebene, aber vielleicht auch auf emotionaler Ebene, dass du dir einfach irgendwie überlegst, dass du aufgrund dessen, weil du Dinge losgelassen hast, dein ganzes Leben sich anders verhalten wird, weil du diesmal den Mut gehabt hattest, Dinge zu betrachten, dich da hineinzufühlen, um diese infolgedessen loszulassen, um einfach unglaublich leicht zu werden und leidenschaftlich infolgedessen auch nicht mehr so hart mit dir ins Gericht zu gehen und einfach mal, ne? Die meisten von uns
irgendwie, wenn sie über diese unangenehmen emotionalen Zustände nachdenken oder emotionalen Momente nachdenken oder in die Emotionalität gehen, Entschuldigung, und über die Vergangenheit nachdenken, was du denn vielleicht so Unangenehmes gemacht hast und du irgendwie Schwierigkeiten hast, dir selbst eventuell zu verziehen und das eben auch der Grund dafür ist, eben nicht in diese emotionalen Themen gegangen zu sein, ist das nochmals der beste Zeitpunkt, weil du dir hier aller Wahrscheinlichkeit nach am besten und am ehesten verzeihen wirst, um endlich loszulassen, das Gepäck der Scham und der Last und des Selbstmitleids eventuell endlich mal abzulegen und so ein bisschen nach dem Motto, boah, irgendwie geht mir das auf die Nerven, dieses die ganze Zeit mir selbst einzureden, wie schlimm das, was ich getan habe. Ja, es war vielleicht schlimm, aber es ist passiert, ich kann es nicht ändern, es tut mir leid, aber jetzt ist auch mal Zeit loszulassen und nach vorne zu blicken. Es gab noch, also es gibt keine bessere Zeit, um genau das, was ich gerade gesagt habe, zu initiieren, um, wie gesagt, zwar nicht zu manifestieren, aber ein Bewusstsein dafür zu generieren, wirklich Dinge loszulassen. Dinge loszulassen, emotionalen Ballast loszulassen, um endlich in die Expansion zu gehen, um in die Entwicklung zu gehen, um dir eventuell neue Glaubenssätze ins Leben zu rufen, um vielleicht einen Perspektivwechsel vorzunehmen oder damit zu liebäugeln, einen viel positiveren, enthusiastischeren, helleren Perspektivwechsel vorzunehmen. War die Zeit noch nie besser. Mein Name ist Ryan Butlener. Ich bin Astrologe und möchte dir auf diesem meinem YouTube-Kanal alles über die Astrologie beibringen, weil ich der Meinung bin, dass die Astrologie das mächtigste, stärkste, effizienteste Werkzeug dahingehend ist, um eben mächtig, einflussreich, proaktiv, selbstbestimmt dein Leben in die Hand zu nehmen. Weil die Astrologie dir am besten aufzeigen kann, wo sich sowohl deine Stärken, aber eben auch deine Schwächen, deine Blockaden, deine Traumata, deine Schattenthemen, deine unterbewussten Schattenthemen zu erkennen, diese bewusst zu werden, um Licht in die Schattenthemen zu bringen, um diese infolgedessen aufzulösen, um dann gegebenenfalls an deine latenten Talente, verborgenen Fähigkeiten und Potenziale zu kommen, um diese dann gekonnt in dein Leben zu bringen, um infolgedessen ein sinnvolles, glückliches, erfülltes, selbstbestimmtes und friedliches Leben leben zu dürfen. Die Astrologie kann ja sogar tatsächlich die unglaubliche Frage beantworten, warum sich deine Seele dieses Seelenleben hier ausgesucht hat. Unglaublich, aber wahr. Ja, in den richtigen Expertenhänden kann die Astrologie dir das tatsächlich beantworten und ist aufgrund dessen ein unglaublicher Mehrwert. Du siehst, wie unglaublich stark und mächtig Astrologie ist. Falls du aber nicht die Geduld und die Muße haben solltest, dir all das astrologische Fachwissen dir selbst beizubringen, kannst du natürlich auch einen sehr schlauen, direkten, cleveren Weg zu mir suchen, weil ich aufgrund meiner mittlerweile 12 Jahre langen astrologischen Erfahrung sowohl 1:1 als auch parastrologische Beratung anbiete. Wenn dich das interessieren sollte, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Hier unten in der Videobeschreibung findest du meine Kontaktdaten. Kontaktiere mich gerne und wir beide vereinbaren einen Beratungstermin. Da aber eine persönliche Beratung, mal eben was sehr Persönliches, was sehr Intimes, es geht schon kaum intimer, also gut, wenn es noch sexuell wäre, das wäre dann noch intimer, ne? Aber das ist schon mit eines der intimsten Dinge, die man so machen kann, ne? So eine astrologische Beratung. Damit gibst du mir unglaublich viele Einblicke auf deine Person bezogen. Ne? Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich dich danach besser kennen, als du oder jemals mal dich jemand gekannt hatte. Deswegen sehr, sehr persönlich und sehr intim und das erfordert nun mal eben ein Mindestmaß an Vertrauen, aber vor allen Dingen auch ein gutes Gefühl. Und dafür eigens habe ich ein kostenloses, unverbindliches Kennenlern-Erstberatungsgespräch ins Leben gerufen, was ich dir hiermit anbiete, habe eigens dafür ein Video verfasst, das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt und beschrieben, was genau mit meiner Person auf sich hat, warum ich das tue, was ich tue, warum ich ganz besonders gut bin in dem, was ich hier tue und worin hier der ganz große Mehrwert für dich liegt. Wenn dich das interessiert, check das gerne ab, nochmals hier unten, meine Kontaktdaten, kontaktiere mich und wir beide vereinbaren einen solchen kostenlosen, unverbindlichen Ersttermin. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du mit Vollmond in Schütze bis jetzt für Erfahrungen gesammelt hast. Oder weißt du schon, in welchem
Haus sich der Vollmond bei dir befindet, bitte teile deine praktischen Erfahrungen und dein Wissen mit unserer Community und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden möchtest, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Nun gut. Vollmond im Tierkreiszeichen des Schützen. Ganz wichtig ist auch noch, dass du für dich weißt, bei der Vollmondenergie kannst du mit dieser Energie, oder du spürst schon die Energie 4 Tage davor und 4 Tage danach. Das bedeutet, die Zeitqualität, die ich dir hier in diesem Video erläutere und erkläre, ist schon 4 Tage davor und 4 Tage danach gegenwärtig. Und in diesem Fall ist meine Empfehlung, genieße es. Genieße es, weil es ist eine unglaublich tolle, positive, helle, leuchtende Energie, und meine Empfehlung, genieße es, dich in dieser Energie zu baden, und nutze diese Zeit, um wirklich alte emotionale Themen, die dir immer recht unangenehm waren, diesmal hier zu lösen. Lege all diesen Ballast ab in Form von riesen Hinkelsteinen oder riesen Gepäck gefühlt auf deinem Rücken, und es gab keine bessere Zeit, um endlich dieses Gepäck zu durchforsten, zu durchleuchten und wirklich zu überlegen, was brauche ich davon wirklich, um infolgedessen das meiste, was ja bei uns meistens der Fall ist, bei uns allen, das meiste in diesem Gepäck gar nicht mehr vonnöten ist, und wir das einfach ablegen können und wir aufgrund dessen viel leichter werden und sehr zuversichtlich und enthusiastisch in die Zukunft blicken. Lass uns mit dem ersten, meiner Meinung nach, den ersten nennenswerten astrologischen Nebenschauplatz beginnen, und das ist der rückläufige Pluto im Wassermann in 2 Grad, bildet ein Sextil zum Mond in 2 Grad und ein Trigon zur Sonne. Und das zur Sonne im Schützen in 2 Grad. Und das ist eine sehr, sehr harmonische Energie. Obwohl Pluto der heftigste, krasseste Himmelskörper von allen ist, mit krass und heftig meine ich einfach der intensivste. Also egal wie Pluto welchen Himmelskörper aspektiert, wir spüren das trotzdem intensiv, auch wenn es harmonisch aspektiert wird. Aber in diesem Fall, ja, möchte ich dir einfach da auch nochmal Rückenwind geben, weil du hier Rückenwind bekommst, weil Pluto hier uns hilft, in die Transformation zu gehen, im Wassermann, sehr originell. Im Übrigen, ne, ein Luftzeichen, ne, Pluto in einem Luftzeichen aspektiert den Mond in einem Feuerzeichen. Feuer und Luft macht noch mehr Feuer, aber im positivsten Sinne, meiner Meinung nach. Ja. Und die Sonne in einem Luftzeichen, nämlich dem Tierkreiszeichen des Zwillings, Luft und Luft, noch mehr Luft, und das heißt Feuer und noch mehr Luft, das bringt uns zum Schweben. Und das ist auch der erste astrologische Nebenschauplatz, der quasi, weil Pluto so unglaublich stark ist, ja, mit der mächtigste. Der Planet steht für Macht, Macht, Transformation. Ja? Hier diese Opposition ausgleicht, eine Balance reinbringt, ne? Und uns die Power gibt, uns eben diesen Themen zu stellen. Und weil er sich im Tierkreiszeichen des Wassermann befindet, ne? Weil Pluto hat zu tun mit Macht, Ohnmacht, Transformation, den Ressourcen der anderen, mit Geheimnissen, mit Sexualität, mit Versicherung, mit Tod, Wiedergeburt. Und da ist es so, dann jetzt im Wassermann, dass du eventuell eben da auf emotionaler Ebene eine Transformation durchleben darfst, aber die, weil sie eben sehr harmonisch aspektiert wird, die Wassermann-Qualitäten mit einbringt, das heißt sehr originell, sehr praktisch, luftig, vielleicht sogar auch humorvoll, ja, so eine schwarze Komödie, kannst du dir etwa vorstellen, ja? Wo es um sehr prekäre, heftige Themen geht, aber man trotzdem dabei lachen muss, ne? Ich muss irgendwie bei diesem Aspekt sehr stark an so sehr, sehr dramatische, gesellschaftskritische, französische Komödien denken, ne? Die Franzosen, die machen sehr, sehr viel gesellschaftskritische Komödien, und da lacht man einfach sehr viel, obwohl es da um sehr ernste, harte Themen geht. Ne? Und meine Empfehlung, ne, das ist vielleicht, das mache ich immer öfters, wenn gerade so sehr, sehr heftige, dramatische, tiefe, transformierende, echt unangenehme emotionale Zustände mich heimsuchen. Ich versuche,
einen Humor hier reinzubringen, indem ich mir sehr komödienhafte Musik im Hintergrund vorstelle. Ja? Und schon werde ich der Regisseur der Situation und entkräfte die Schwere der Situation. Ja? Das hat so ein bisschen diese Energie, die ich dir empfehlen möchte. Die Dinge vielleicht ein bisschen mehr mit Humor zu sehen, nicht ganz so ernst zu nehmen. Und vor allen Dingen, das sorgt eben auch dafür, dass du diese Dinge origineller wirst lösen können. Ja? Origineller wirst lösen können und luftiger aufgrund dessen in die Transformation gehst, Dinge ablegst und du zuversichtlich dir überlegst, weil die Wassermann-Energie ist sehr zukunftsgerichtet. Sehr zukunftsgerichtet, sehr lösungsorientiert. Und da ist es wichtig, dass du für dich auch da diese Energie benutzt, um sehr zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, weil die Wassermann-Energie ist auch wenn sie ein fixes Zeichen ist, versteht sie, wie wichtig es ist, im Leben flexibel zu sein, sich anzupassen, und obwohl es aber ein fixes Zeichen ist. Das ist ein kleiner Widerspruch, wobei die Wassermann-Energie hat grundsätzlich sehr starke Widersprüche. Auf der einen Seite versteht sie, Innovation braucht Flexibilität und Offenheit, aber die Wassermann geprägten Menschen sind selbst eben sehr fix und sehr festgefahren in dieser Betrachtungsweise. Ne? Hat sowas Widersprüchliches, aber das ist eben auch genau diese Energie, ne? Dass du dich einfach diesen Neuen öffnest und du für dich einfach verstehst, ja, die Zukunft, wenn ich mich jetzt flexibel dieser innovativen, neuen Zukunft öffne und mich darauf einlasse, welche Möglichkeiten sich mir hier offenbaren. Und wenn ich Altes loslasse, was bieten sich so für neue Möglichkeiten? Ne? Ich habe auch so ein bisschen das Bild, kennst du das, wenn man so im Flur ist und man, ne, jeder von uns hat ja so eine Tür in seinem Leben, was man irgendwie ganz krampfhaft versucht irgendwie zu öffnen, ob es eine analogische Tür ist, ein Partner, der Job, den man nicht hatte, das Auto oder die Weltreise oder irgendwie ganz verkrampft irgendwie, meistens hat das mit dem Partner zu tun, unbedingt das haben will. Und die Tür ist einfach verschlossen. Mit aller Kraft versuchst du, diese Tür aufzureißen, aber sie ist und bleibt verschlossen. Und diese Energie sorgt dafür, dass du in der Ferne irgendwie Geräusche hörst und du neugierig bist, die Tür loslässt und merkst so, ey, warte mal, da machen sich gerade ein paar andere Türen auf. Und du vielleicht in Betracht ziehst, dass diese Tür vielleicht gar nicht für dich gedacht ist und du irgendwie jetzt neugierig wirst, was sich denn hinter den anderen Türen verbirgt, die sich da gerade geöffnet haben. Und das nennt man dann Abenteuer. Ja? Dass du es nicht, du weißt nicht, was sich da verbirgt, aber irgendwie macht es dich neugierig und vielleicht macht es Sinn, die Tür, die du versucht hast, die ganze Zeit krampfhaft zu öffnen und einfach verschlossen bleibt, diese auch verschließen, also verschlossen lässt und du dich einfach mal den anderen Türen im Korridor widmest, der ziemlich lang ist. Ja? Und du vielleicht auch mal mehr aufs Leben vertraust und du dich mal den neuen Gegebenheiten öffnest und du da mal flexibler dich dieser Sache hingibst. Sehr innovativ, vor allen Dingen der Technik. Schlagwörter sind hier, KI, künstliche Intelligenz. Wobei, da gehe ich gleich drauf ein, ne? Weil da haben wir noch andere Aspekte, die damit sehr, sehr stark zu tun haben. Mit der künstlichen Intelligenz, mit der Social Media, mit der Social Media Klaviatur, mit der Blockchain-Technologie, Kryptowährung und so weiter. Ne? Und das sind jetzt nur einige Dinge, die ich gesagt habe. Ne? Robotik und was das alles für uns bedeuten wird. Wenn du dich dieser Thematik sehr, sehr gekonnt, tolerant, flexibel öffnest, dann kann das sehr, sehr, sehr rosig für dich werden und kann dir eine sehr, sehr glänzende Zukunft offerieren. Aber wenn du zu denjenigen gehörst, die da sehr verhaftet und verkrampft am Alten festhalten, wird schwierig. Deswegen nutze diesen Aspekt. Nutze die Pluto-Power. Weil Pluto ist auf jeden Fall eine Kraft, ja, die uns sehr, sehr stark Rückenwind hier verleitet. Nutze diese Kraft. Der Pluto macht ja nicht nur einen Aspekt zum Mond, sondern eben, wie ich gesagt habe, auch einen sehr starken Aspekt zur Sonne. Im Zwilling, Luft und Luft. Und das bringt halt auch noch stärker diese Flexibilität hinein. Und bei Pluto geht es sehr, sehr stark um Macht. Und bei Sonne geht es auch um Macht. Bei Sonne geht es um Licht. Bei Sonne geht es um Proaktivität. Bei Sonne geht es um Vitalität. Bei Sonne geht es um Mut. Um auch deinen Willen. Um deine Proaktivität, um dein höheres Ich, um dein Ego, um deinen Verstand, um deine Logik.
So, und wenn jetzt der Pluto im Wassermann die Sonne in 2 Grad Zwilling aspektiert, das hat noch mehr Power, was all diese neuen Dinge angeht. Nochmals, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Krypto, Robotik, das sind ja nur einige Bereiche. Ne? Da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr. Ja? Das sorgt dafür, dass sie dir diese Energie, dir die Möglichkeit offenbart oder offeriert, dich dieser Thematik zu widmen, um, nochmals, bei Pluto geht es um Macht und Ohnmacht. Ja, das heißt, du kannst hier in die Ohnmacht gehen, wobei es hier eigentlich eher wahrscheinlicher ist, dass du das hier sehr mächtig für dich verwertest und du eben all diese Dinge für dich, so wie es Sinn macht, verwendest. Und wenn es für dich vielleicht noch keinen Sinn macht, dass du für dich verstehst, ey, ich widme mich jetzt einfach mal diesen Themen und wer weiß, und spiele ein bisschen damit rum und gucke, dass das hier vielleicht, vielleicht entwickeln sich da ein paar Ideen. Also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du keine Idee hast und du weißt nicht, was du da machen willst und bist irgendwie so verhaftet, gebe ich dir jetzt eine super, super wertvolle Idee. Meine Empfehlung, versuche es irgendwie einzubauen, egal wie innovativ oder nicht du aufgebaut bist. Du musst früher oder später dich mit dieser Thematik beschäftigen. Das ist genauso wie, als damals Menschen gesagt haben, ja, irgendwie, ich bin oldschool und so ein Handy und so, das ist nicht so meins und ich mag lieber so irgendwie Festnetz. Und ja, früher oder später haben sich dann eben auch das Handys bedient, oder? Und genauso ist das jetzt mit dieser neuen Technologie. Bedeutet, je früher du damit anfängst, desto besser. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel auf die Agenda schreibst, dass du sagst, ey, weißt du was, jeden Tag, halbe Stunde widme ich mich dieser neuen Technologie, wirst du überrascht sein, was sich in 1, 2, 3, 4 Monaten entwickelt und was für krasse Ideen du auf einmal bekommst, wo du merkst, so, ey, warte mal, weil die Sonne hat sehr viel mit Kreativität zu tun. Sehr, sehr viel. Die Sonne steht komplett für die Kreativität. Ja? Und dann auch noch Luft, noch mehr Kreativität. Ja? Also das ist meiner Meinung nach Gold wert, was ich dir jetzt hier sage. Mach das, glaub mir, mach das. Und wenn du das machst, wirst du nach Monaten, vielleicht sogar relativ schnell, sogar schon vielleicht nach einer Woche, kann sogar sein, nach ein paar Tagen, an meine Worte denken und sagen so, ey, krass, der hat gar nicht mal so Unrecht gehabt. Oder du bist schon bereits da drinnen. Ne? Lass mich wissen, schreib vielleicht was in den Kommentaren. Oder ich würde mich freuen, wenn du in ein paar Monaten vielleicht so erst soweit bist und du dann sagst so, ey, krass, wow, das hat echt funktioniert. Ne? Und mir dann schreibst, da würde ich mich sehr, sehr freuen, vor allen Dingen für dich. Kommen wir zum nächsten astrologischen, wundervollen, es geht eigentlich kaum harmonischer, nächsten astrologischen Schauplatz. Und zwar ist das, weil sich der Vollmond im Schütze befindet, wäre es jetzt sinnvoll, dass wir uns den Herrscherplaneten des Schützen anschauen und das ist der Jupiter. Und der Jupiter erfährt einen unglaublich, ich bin der Meinung, es geht gar nicht positiver, einen der schönsten Aspekte, die man haben kann. Und zwar befindet sich der Herrscherplanet Jupiter im Tierkreiszeichen des Stiers in 29 Grad und bildet eine unglaublich wundervolle Konjunktion mit der Venus im Tierkreiszeichen des Stiers. Auch 29 Grad. Das ist abgekürzt gesagt großes Glück Jupiter trifft kleineres Glück Venus. Beide die wohlwollendsten Planeten von allen treffen sich jetzt und feiern diese Vereinigung zu diesem Vollmond. Du siehst, es wird immer besser jetzt. Ne? Und diese Konjunktion besagt, Jupiter steht für Expansion, Glück, Freude, für die Wahrheit, Moral, Ethik, hohes Wissen, aber vor allen Dingen Expansion und Glück. Jupiter ist der größte Planet von allen. Und die Größe steht nun mal eben für das Enthusiastische, Größe, für Fülle, ja, so, und für vor allen Dingen großes Glück, für Erfolg, auch für Geld, auch für Luxus, für Übermaß. Und jetzt die Venus steht für die Liebe, für Harmonie, für Luxus, auch für Geld und auch für Glück, ja. Und da es sich bei Vollmond grundsätzlich um Partnerschaftsthemen handelt, weil wenn die Sonne sich dem Mond gegenübersteht, hat das sehr vage, also starke vage Qualitäten. Ja? Bedeutet vage Qualität gleich
partnerschaftliche Qualitäten. Ne? Das heißt, diese Energie ist vor allen Dingen auf partnerschaftlicher Ebene zu beziehen. Und da sich Jupiter meiner Meinung nach im Tierkreiszeichen des Stiers ganz besonders wohl fühlt, aber vor allen Dingen die Venus, weil die Venus hier zu Hause ist, weil die Venus den Stier regiert und somit ist die Venus zu Hause. Das heißt, beide Himmelskörper fühlen sich da ganz besonders wohl und ich bin der Meinung, diese Energie hat unglaublich viel mit Werten zu tun und vor allen Dingen mit dem Selbstwert. Auf die Jupiter-Venus-Themen ist dir wert zu sein, eben all die Themen, die ich gerade gesagt habe, von wegen Ballast, emotionalen Ballast vor allen Dingen, endlich abzulegen, ist dir wert zu sein, zu verstehen, mal die Lage nicht zu übertreiben und einfach mal wirklich all diese unangenehmen Dinge mal einfach Vergangenheit sein zu lassen. Einfach mal Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen. Ja? Und wenn sein muss, hier und da eventuell auch Reue zu zeigen, weil Reue ist trotzdem wichtig. Ne? So. Aber auch da muss man ja nicht die Lage übertreiben und wie ein Verrückter mit der Peitsche da sich her sein. Irgendwann ist auch mal gut. Ne? So. Und wichtig ist nur Einsicht, dass du gewisse Dinge einfach verstanden hast, diese eingesehen hast und dann auch mal loslassen kannst. Einfach mal irgendwie so eine, ja, so eine coole, lockere Entspanntheit da einbringst und irgendwie sagst so, ja, ist okay, war jetzt blöd und kann ich jetzt auch mal loslassen. Und du es dir endlich wert bist, dein Leben zu leben. Ist dir wert bist, irgendwie den Partner deiner Begierde in dein Leben zu ziehen. Dich neu zu verlieben. Im Übrigen, super gute Zeit, um sich neu zu verlieben, um jemanden kennenzulernen. Boah, mit eines der besten Zeiten. Meiner Meinung nach die Zeit, um jemanden kennenzulernen. Ja, das sage ich selten. Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Aber ja, fällt mir gerade so auf. Mit die beste Zeit, um jemanden kennenzulernen. Ne? So, sei nur hier vorsichtig, wenn du dich da in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft schon bereits befindest. Schwierig. Aber da könnte sogar die neue Begegnung dafür sorgen, dass sich oder dass eine neue Begegnung stattfindet und diese neue Begegnung in dir Emotionen auslöst, die dich dazu verleiten und bringen, darüber nachzudenken, was hat das denn überhaupt mit meiner eigentlichen Partnerschaft auf sich? Warum habe ich denn überhaupt diese Gefühle und Emotionen? Woran liegt das? Vielleicht stimmt ja mit der Partnerschaft irgendwas nicht. Vielleicht sollte ich das nochmal hinterfragen. Das ist diese Energie. Dass du es dir wert bist, eben all die Themen, die ich gerade genannt habe, ne? Vor allen Dingen, was so die ungewisse, aber auch recht innovative, technisch neu orientierte Zukunft mit sich bringt, dass du es dir wert bist, eben nicht in die Angst zu gehen. Oh mein Gott, es wird schlimm. Weltuntergang, Terrorismus, Krise, neuer Virus kommt auf einmal oder keine Ahnung. Wir werden ja stetig in Angst gehalten und das ist eben auch fragwürdig. Ne? Müssen wir immer Angst haben. Und müssen wir immer die Nachrichten schauen. Ne? Und ich finde das Wort so interessant. Ne? Nachrichten. Das heißt, da muss etwas nachgerichtet werden auf globaler Ebene. Auch sehr fragwürdig das Wort. Ne? Deswegen, ich gucke schon lange keine Nachrichten mehr. Weil ganz ehrlich, also mir hat das eh noch nie was gebracht. Ne? Also im Gegenteil, das verbreitet eigentlich eher nur Angst. Ja, mach dir mal darüber Gedanken, vielleicht nicht so viele Nachrichten zu schauen und überhaupt einfach mal zu hinterfragen, welche Informationen du dich bedienst und was du an dich herankommen lässt und welche Informationen bei dir für Angst sorgen. Ja? Und dass du dir die Frage stellst, was macht mich Optimismus? Was macht mich optimistisch? Was macht mich positiv? Und was kann mir dabei verhelfen, ein glückliches, erfülltes, optimistisches, sinnvolles, glückliches Leben leben zu dürfen und andere daran teilhaben zu lassen und vielleicht sogar andere darin zu inspirieren oder dich mit anderen zusammenzutun. Ne? Und das ist unglaublich starke Lebensqualität, dass du es dir wert bist, dass du eben so ein Leben selbst generieren wirst können, ja? Dass du ein Leben in Glück und Fülle leben darfst. Wie das genau individuell bei dir aussieht, weißt du besser als ich. Aber es gibt keine bessere Zeit, als genau in dieser Zeit ganz stark darüber zu sinnieren, nachzudenken und vor allen Dingen hier ins Gefühl zu gehen, um infolgedessen Dinge loszulassen. Guck mal, wie oft ich das gesagt habe, ne? Weil es echt einfach wichtig ist, einfach Dinge loszulassen, um dann wirklich Neues zu starten. Neues, Innovatives und
dieser Aspekt hat für mich total viel mit Liebe zu tun. Aber vor allen Dingen Liebe zu dir selbst, dass du ja, ein Selbstwertgefühl kreierst oder es dir bewusst machst und du endlich mit dir liebevoller umgehst und du eine Art Selbstliebe auch endlich mal kultivierst oder du das ja schon tust, aber in dieser Zeit ganz besonders du große Erfolge verzeichnest, um infolgedessen dann gegebenenfalls eventuell dich unglaublich neu zu verlieben, weil du selbst in einer so unglaublich tollen, hohen, liebevollen Frequenz schwingst, du in der Fülle dich in diesem Zeitraum befindest. Nochmals, wie gesagt, 4 Tage vor und 4 Tage danach. Super Zeit. Ich bin der Meinung, da macht die Seele Urlaub. Ja? Also das ist echt eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Und nicht umsonst befinden wir uns ja im Frühling. Ne? Und der Frühling steht ja für Neubeginn, für Neustart, für Anfang. Und das sind eben genau all diese Themen. Sei offen dafür und ganz ehrlich, viel Spaß bei der Reise. Kommen wir zu meiner Meinung nach den letzten sehr harmonischen astrologischen Nebenschauplatz. Und das ist der Neptun in 29 Grad Fische, bildet sowohl ein Sextil zu 2 Grad die Sonne in Zwilling, als auch ein Trigon zu dem Vollmond in 2 Grad im Schützen. Ja, jetzt bist du bestimmt irritiert. 29 Grad Neptun, 2 Grad jetzt hier in Schütze, Vollmond. Ich erlaube hier eine Orbistoleranz von in dem Kontext bis 5 Grad. Ne? So, und das fällt noch definitiv darunter und deswegen sind das für mich diese besagten 2 Aspekte. Und da kommen wir schon direkt zum nächsten wundervollen astrologischen Nebenschauplatz. Du siehst, ich habe jetzt kein einziges Mal irgendwie was Negatives genannt. Also das passiert wirklich selten. Fällt mir auch gerade wieder mal ein. Deswegen genieß es auf jeden Fall und sei offen. Heißt nicht, dass wir nicht hier arbeiten, aber die Arbeit wird viel leichter werden. Die emotionale Arbeit wird viel, viel, viel leichter. Und aufgrund dieser Neptun-Thematik wird es noch einfacher, weil die Neptun-Thematik hat sehr viel, auch jetzt in Fische, ne? Weil Neptun ist in Fische zu Hause. Neptun ist einer der Herrscherplaneten der Fische, gemeinsam mit dem Jupiter. Und hier befindet sich Neptun zu Hause. Und bei Neptun in Fische geht es sehr, sehr viel um Güte, um Mitgefühl, um Nachsicht, um Verschmelzung, um die Mythologie, um Spiritualität, um Barmherzigkeit, um Göttlichkeit auch tatsächlich, um das All-Eins-Sein. Ja? Ich bin der Meinung, bei dieser Thematik geht es am meisten um Mitgefühl. Liebe, Mitgefühl, Zusammenhalt, das Gefühl zu haben, mit allem verbunden zu sein. Und es geht auch ganz stark um Gnade und um Mitgefühl. Und diese Energie sorgt sehr, sehr stark dafür, dass du es hier noch einfacher wirst haben können, dir selbst zu verzeihen, anderen zu verzeihen, wo du eigentlich hasserfüllt warst oder du wirklich nachtragend gewesen bist. Diese Energie hilft dir, auch diesen Ballast abzulegen, weil Hass, Neid, Missgunst, dieses Nachtragende ist eines deiner Gepäckstücke, die du trägst, ja? Da hat letztens jemand geschrieben in meinen Kommentaren, dass Hass irgendwie eine sehr gute Energie sei und dass diese auch einen sehr stark energetisiert. Ja, stimmt, tut es, aber du zahlst hier wirklich einen Preis. Hass ist nicht gut, weißt du? Versuche, wenn du diese temperamentvollen Energien hast, die anders zu kanalisieren, aber schlussendlich ist die Liebe meiner Meinung nach die stärkste Liebe von allen. Und nicht nur meiner Meinung nach sondern ich bin mir einfach sicher, dass die Liebe das Stärkste von allen ist, weil ich mir nicht, also ich glaube das nicht nur, weil ich habe einfach Erfahrung gemacht. Ich habe mit Hass Erfahrung gemacht, ich habe mit Liebe Erfahrung gemacht, ich habe mit Neid Erfahrung gemacht und von allen, mit Dankbarkeit vor allen Dingen und ich habe vor allem mit Liebe die besten Erfahrungen gemacht. Und im Übrigen jetzt auch Dankbarkeit ist hier ein ganz großer Aspekt, dass du dich, das ist auch meine Empfehlung, das habe ich jetzt vergessen, dich sehr, sehr stark auf Dankbarkeit konzentrierst und lade deine emotionalen Batterien auf, indem du deine
deine emotionale Feinstofflichkeit mit Dankbarkeit, Liebe, Mitgefühl und Gnade auflädst. Ja? Und nicht mit Heid, mit Neid, Hass, Missgunst. Im Gegenteil, versuche das, indem du es eben mit Liebe, Dankbarkeit und Mitgefühl und Gnade auflädst, dass das andere, was ich gerade gesagt habe, sich verflüchtigt, sich auflöst. Ja? Und du aufgrund dessen wieder leichter wirst. Ja, es ist unglaublich, dass du einfach Menschen verzeihst, aber vor allen Dingen dir selbst. Verzeih dir endlich selbst. Gib dir eine neue Chance. Ja? Und ich kann das nicht oft genug wiederholen. Ich habe das, ich erwähne das regelmäßig. Aber jeden Tag, wenn du wieder aus deiner Traumwelt erwachst, weil die Neptun-Energie hat sehr viel mit der Traumwelt zu tun, auf die ich gleich eingehen werde, ja, gibt das Universum oder die Schöpfung, wie auch immer du das nennen magst, dir eine neue Chance. Dir eine neue Chance, dich zu deinem höheren Selbst zu entwickeln. Diese Energie hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir sehr heftige Träume haben werden. Erst einmal mit Träumen allgemein, dass du große Visionen hast. Traue dich in diesem Zeitraum, nochmals, 4 Tage vor und 4 Tage nach dem Vollmond, mach dich offen für große Visionen, für große Wünsche, für Selbstverwirklichung. Träume groß. Träume grenzenlos. Ja? Ob du letzten Endes wirklich dann alles in die Tat umsetzen wirst, das ist eine andere Sache. Aber trau dich doch erstmal überhaupt zu träumen. Trau dich doch erst einmal überhaupt zu wünschen. Ja? Und wenn du am Ende nur irgendwie das, die Hälfte davon erreichst, ist doch auch in Ordnung. Es gibt so einen Spruch irgendwie, visier den Mond an und wenn du unter den Sternen landest, ist es immer noch in Ordnung. Irgendwie so, ja. Irgendwie so ähnlich, glaube ich. Aber du verstehst, was ich meine. Ne? Und genau diese Energie ist das. Ja? Sei offen dafür. Habe Vision, habe große Wünsche, träume groß. Ja? Und glaube daran, glaube daran. Und ich bin der Meinung, in diesem Zeitraum, nochmals 4 Tage davor, währenddessen am stärksten und 4 Tage danach, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir alle viel, viel intensiver träumen werden als sonst. Weil die Neptun in Fische-Thematik hat sehr viel mit der Traumwelt, mit der Feinstofflichkeit zu tun. Ne? Und da kann es sein, es kommt ja darauf an, was du grundsätzlich für ein Mensch bist, aber wenn du ein Mensch bist, die eh feinfühlig, hellsichtig und eine sehr krasse Traumwelt hat, sogar so weit, dass du schon vielleicht luzides Träumen schon beherrschst, das wäre natürlich total krass. Und das ist dann eine sehr, sehr starke Zeit, in dem du da echt heftige Visionen wirst haben können, aber vor allen Dingen mindestens sehr heftige Träume hast und diese Träume sehr symbolträchtig sein werden und ich bin der Meinung auch sehr positiv und optimistisch und dir aller Wahrscheinlichkeit nach in der Traumwelt dir schöne Träume anbieten. Kennst du das, wenn du so morgens aufstehst, nachdem du einen wundervollen Traum gehabt hattest, zum Beispiel, dass du geflogen bist oder so, ne? Wie lange ist es her, jetzt mal ganz ehrlich, dass du was geträumt hast? Als wir klein waren, oder? Als wir irgendwie Kinder waren. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir uns vielleicht hier wieder ein Beispiel an den Kindern nehmen. Ne? Werdet wieder wie die Kinder, um ins Königreich der Himmel zurückzukehren. Ja? Und da bin ich ganz dabei. Weil absolut Kinder keine Angst haben, große Träume zu haben. Nur dann leider kommen sie in das Schulsystem und so langsam erzieht man sie um und klaut ihnen ihre Träume. Traurig, aber wahr. Aber deswegen ist das Bewusstsein noch umso wichtiger, dass du das hast, um dann eventuell die Träume deiner Kinder zu schützen und dich an deine Träume erinnerst, als du mal klein warst. Belebe diese Träume wieder. Ja? Solange du noch lebst, leben auch noch deine Träume. Du musst dich nur daran erinnern. Erinnere dich daran, um den Mut zu haben, vielleicht deine Träume zu materialisieren. Es muss nicht direkt sein. Aber diese Zeit wird dich daran erinnern, zu träumen, enthusiastisch, optimistisch, positiv, mutig in die Zukunft, in die weite Ferne zu blicken und sich die Frage stellen, aber im positivsten Sinne, was wäre wenn? Ja? Und du dir auch die Frage beantwortest, ja, das wäre und ich bin jetzt auch mitten auf dem Weg und ich habe die Möglichkeit und ich habe die Chance, jetzt hier gewisse Dinge zu ändern, zu kreieren und selbstbestimmt, proaktiv dein Leben komplett in die Hand zu nehmen. Und deswegen nochmals meine Aufforderung bei diesem Aspekt, verzeihe allen, denen du verzeihen solltest, aber vor allen Dingen dir selbst. Habe Mitgefühl mit allen, mit denen du Mitgefühl haben solltest und eigentlich sollte man mit jedem Mitgefühl haben, aber vor allen Dingen mit dir selbst und achte auf die Traumwelt. Achte in diesem Zeitraum sehr, sehr stark auf deine Traumwelt und wenn du oder so
irgendwie hellsichtige Fähigkeiten hast oder so, irgendwie sehr spirituell bist und du außergewöhnliche psychische Fähigkeiten hast, dann ist das eine sehr intensive Zeit, wo du aller Wahrscheinlichkeit nach sehr empfänglich wirst sein und du Visionen hast. Und du, meiner Meinung nach, ich dir empfehlen möchte, diese Visionen ernst nimmst, um infolgedessen dich auf den Weg zu machen, um diese Visionen zu materialisieren, natürlich vorausgesetzt, dass hier keiner zu Schaden kommt und wir hier niemanden wehtun, ne? Dass das hier lichtvolle, positive Visionen sind und keine dunklen Visionen, weil es auch da leider dunklere Visionen gibt, weil es eben auch dunklere Leute gibt, die auch dunkleres hegen und irgendwie nicht so der Liebe zugewandt sind. Ja, deswegen hoffe ich, dass du eher zu der helleren Seite gehörst. Alright, das war's mal wieder. Ich hoffe, dass ich dir hier eine Orientierung anreichen durfte und hier für etwas mehr Klarheit sorgen durfte. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du bis jetzt vielleicht schon weißt mit Vollmond in Schützen. Weißt du, in welchem Haus sich dein Vollmond befindet? Und grundsätzlich kannst du vielleicht was zu den Themen sagen, die ich hier alle angeführt habe. Bitte teile dein Wissen und deine praktischen Erfahrungen mit unserer Community und hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über deine Unterstützung und deinen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du dafür mitführst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schön, dass du hier warst. Dein Ryan. Bis zum nächsten Mal.